Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen wesentlichen Gespräch mit einem Freund, mit dem wunderbaren Kurt Tepperwein. Guten Morgen, lieber Kurt. Hallo Sami, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben heute das Thema für euch: Erinnerung an meine eigene Unsterblichkeit. So leben Sie bewusst als Unsterblicher. Ja, das mag für den Verstand erstmal sehr ominös klingen. Es ist aber der Eintritt in unsere Wirklichkeit, der bewusste Eintritt oder das Erinnern. Wie sollten wir denn mit diesem Thema beginnen, lieber Kurt? Ja, also uns erst einmal unsere Situation bewusst machen. Die meisten Menschen erleben sich als Sterbliche. Sie erleben, wie die Menschen in ihrer Umgebung mit der Zeit älter werden und irgendwann sterben. Und auch ihr eigener Körper wird deutlich mit der Zeit älter. Und so erscheint es ganz normal, irgendwann zu sterben. Und das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit. Und irgendwann erkennen Sie, ich bin nicht mein Körper. Ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Besitzer, der Benutzer dieses Erfahrungsinstrumentes. Ich bin reine Existenz, vollkommenes, ewiges Sein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich wurde weder geboren, noch kann ich krank werden, noch werde ich mit der Zeit älter und natürlich kann ich auch nicht sterben. Und wenn ich sage ich, meine ich nicht mich persönlich, sondern jeden. Ich sage es in der Ich-Form, damit sich jeder besser damit identifizieren kann. Sterben kann also nur das Erfahrungsinstrument Körper. Denn der ist geschaffen aus Materie. Und der ist nur gedacht für die Erfahrung, die wir ein Leben nennen. Ich aber bin ewig. Ich war immer, ich werde immer sein. Und auch wenn nichts mehr ist, bin ich immer noch. Ja, also das ist tatsächlich wichtig oder sehr entscheidend, sich das bewusst zu machen. Die Weisheit der Sprache sagt es uns ja auch, ich habe einen Körper, ich habe eine Persönlichkeit, ich bin aber der Besitzer, der das sagt. Ich bin also nicht irgendwer oder irgendwas, sondern ich bin und habe mich vorübergehend für diese Erfahrung entschieden, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen in dieser Inkarnation. Ja, und deswegen, wir sollten ja alles gleich praktisch vollziehen. Also sollten wir gerade einmal prüfen, wie ist denn mein Selbstbild? Als wen sehe ich mich denn? Vor allem als wen fühle ich mich? Fühle ich mich denn als dieses ewige Sein, das ich bin? Oder fühle ich mich doch ein bisschen oder ziemlich viel oder sogar ganz als das, was ich im Spiegel sehe? Also vollziehen wir den Schritt gleich und machen uns noch einmal bewusst, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe. Da sehe ich nur meine Kleidung, mein Erdenkleid. Ich aber bin der Träger, der Besitzer, der Benutzer dieses Erfahrungsinstrumentes, das ich hier in einer materiellen Welt brauche. Also übertragen wir die Identifikation von unserem vorübergehenden Erdenkleid auf den Träger, auf den, der drinsteckt, auf den, der ich wirklich bin, auf mein vollkommenes, ewiges Sein und fühle auch mein ewiges Sein. Und erst dann bin ich wirklich bei mir selbst angekommen. Und als dieses vollkommene, ewige Sein nehme ich einmal meinen physischen Körper in Besitz und erfülle ganz bewusst jede Zelle meines physischen Körpers mit dem Bewusstsein meines ewigen Seins, auch mit der Vollkommenheit meines ewigen Seins. Und sobald ich als erwachtes Bewusstsein meinen physischen Körper bewohne, spiegelt er das wieder als vollkommene Gesundheit, Vitalität und Jugend. Und ich bin endlich in der Wirklichkeit meines wahren Seins angekommen und lebe bewusst
als Unsterblicher. Denn ich bin ja ohnehin die ganze Zeit unsterblich. Auch wenn ich das nicht weiß, das setzt das ja nicht außer Kraft. Ich bleibe ja der, der ich bin. Worum es geht, ist also wieder bewusst als Unsterblicher zu leben und dass ich das auch ständig fühle. Und das sollten wir gleich wieder vollziehen. Ja, das ist dann wie die Geschichte mit dem Millionär, der sein Gedächtnis verloren hat. Ansonsten, also wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann kann ich es auch nicht leben, nicht erfahren, diese Vollkommenheit meines wahren Seins. Ja, viele gehen ja einen anderen Weg. Das heißt, sie bleiben in der Ich-Identifikation. Vielleicht ist erstmal die Ablehnung da, sich selbst gegenüber, und dann kommt eine gewisse Selbstverliebtheit, sagte eine Dame kürzlich. Das heißt, man verliebt sich in den eigenen Körper. Besser wäre natürlich, gleich die Wirklichkeit zu erkennen und als sich selbst diesen Körper zu bewohnen. Ja, man kann ja trotzdem in sein Erdenkleid verliebt sein. Viele finden ja auch ihre Kleidung sehr schön und erstrebenswert und haben sie deswegen gekauft. Ich sollte nur nicht den Fehler machen, mich damit zu identifizieren, sondern die ganze Zeit fühlen, das ist mein Kleid, das finde ich wunderschön. Ja? Ich liebe dieses Kleid, da spricht gar nichts dagegen, das können wir tun. Aber ich bin der Träger, ich bin der, der da drin steckt. Und erst dann bin ich wirklich bei mir selbst angekommen und lebe bewusst als erwachtes Bewusstsein und mache mir bewusst, ich muss gar nichts tun, um unsterblich zu werden. Denn das kann ich gar nicht werden. Ich kann ja nicht werden, was ich schon bin, immer war und immer sein werde. Also fühle ich einmal, ich bin von meinem wahren Wesen her unsterblich. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich habe vorher gelebt. Ich lebe während der Schulzeit. Und wenn ich am Ende der Schulzeit nach Hause gehe, lebe ich immer noch. Ich bin unsterblich. Und allein dieses ständige Bewusstsein, bewusst, ständig bewusst zu leben als Unsterblicher, gibt ein solches Gefühl der Sicherheit, der Souveränität, des Gefühls, mir kann hier nichts passieren. Egal, was die hier machen, egal, was in der Realität geschieht. Ja, mir kann hier nichts passieren. Und so kann ich mich ganz auf diese Erfahrung einlassen, die ich hier mache, und fühle mich aber ständig als der, der ich wirklich bin, bleibe also in der Wirklichkeit meines wahren Seins. Ja, du beschreibst es ja auch gerne wie eine Autofahrt. Das heißt, wir genießen das Leben dann wie eine Autofahrt. Ich bin ja da, wenn ich einsteige. Auch während der Fahrt lebe ich und am Ende steige ich wieder aus diesem Erfahrungsinstrument. Aber mich gibt es dann natürlich immer noch, auch wenn ich den Körper wieder verlasse am Ende der Erfahrung. Ja, und wir machen ja die Erfahrung auch jeden Abend. Wir ziehen unsere Kleidung aus und gehen zu Bett, gehen in eine andere Welt und kommen morgens wieder zu Bewusstsein, erkennen, steigen wieder ein in die Realität, wir erwachen und ziehen uns wieder die Kleidung an, aber wir identifizieren uns doch nicht mit unserer Kleidung, sondern wir sind natürlich der, der das trägt. Aber machen wir uns auch bewusst, solange ich noch in der Illusion des Ich lebe, bin ich an den physischen Körper gebunden. Was beginnt und irgendwann endet, ist immer nur die Realität. Die Wirklichkeit des Seins aber ist ewig. Und es ist auch unerheblich, ob Sie das wissen und glauben oder nicht. Das ändert nichts an der Wirklichkeit. Aber Sie haben die Wahl, sich jederzeit zu erinnern oder eben in der Illusion zu leben. Ja, also das ist wirklich entscheidend, bewusst das Ganze auch zu fühlen, dass es ist, nicht nur zu wissen im Verstand, wie wir immer betonen. Das ändert natürlich das ganze Leben. Ja, es ist die Wiedervereinigung mit sich selbst. Das heißt, auch das ist ja eigentlich nur ein Erinnern. Denn ich bin ja die ganze Zeit ich selbst. Ich erinnere mich nur wieder an die Wirklichkeit meines Selbst. Und das ist das Ende der Selbstvergessenheit. Ich höre dann auf, mit der Zeit älter zu werden und lebe bewusst in der natürlichen Zeitlosigkeit
als der Unsterbliche, der ich ja bin. Also noch einmal, wichtig ist nicht unsterblich zu werden. Das sind wir sowieso. Wir sind ewiges Sein. Aber worum es geht, ist, sich wieder zu erinnern, damit das wirksam werden kann. Und das, darum geht es also hier, dass dieses ganze Gespräch dient nur dazu, uns daran zu erinnern. Ja, absolut. Also es geht eben wieder mal um die Wirksamkeit. Deswegen ist es ja der Eintritt in die Wirklichkeit. Also nur wenn wir es auch bewusst wissen, erinnern, das, was schon ist, kann es wirken, auch auf unseren physischen Körper abfärben, dass wir jede Zelle erfüllen mit der Vollkommenheit unseres wahren Seins. Ja. Ja, und machen wir uns also bewusst, wenn Ihre Aufgabe in der Schule des Lebens erfüllt ist, werden Sie den Erdenkörper verlassen. Aber Sie werden seinen Tod nicht erleben, denn Sie, Bewusstsein, sind der Träger des Lebens. Solange Sie also Ihren Erdenkörper brauchen und in ihm bleiben, kann er gar nicht sterben, egal in welchem Zustand er ist. Und erst wenn Sie ihn verlassen, auch wieder, auch wenn er vollkommen gesund ist, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen, Sie tragen Ihre Kleidung ja auch nicht, bis die unbrauchbar geworden ist, sondern irgendwann brauchen Sie sie nicht mehr. Jeden Abend machen Sie ja die Erfahrung und ziehen sie aus, auch wenn sie noch ganz neu ist, und gehen in eine andere Welt. Und genauso machen wir das hier auch. Das heißt, Sie verlassen Ihren Erdenkörper, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, beziehungsweise wenn Sie Ihre Erfahrung abgeschlossen haben. Und dann werden Sie überrascht erleben, dass Sie noch nie so lebendig waren wie in dem Moment, wo Sie den Körper verlassen haben. Der Körper ist nämlich schwer. Er ist wie ein Taucheranzug. Den brauchen Sie, wenn Sie tauchen wollen, weil das nicht Ihr wahres Element ist. Und dann, das macht Sie unnötig schwer. Und wenn Sie dann wieder aufgetaucht sind, also zu Bewusstsein gekommen sind, und diesen Taucheranzug ausziehen können, dann merken Sie erst einmal, wie leicht Sie in Wirklichkeit sind. Und Sie erleben bewusst die Leichtigkeit des Seins. Es ist die Befreiung von der Bürde des Körpers. Ja, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir Träger des Lebens sind. Und solange wir drinbleiben, lebt der Körper. Er selbst hat gar kein Leben. Da wird natürlich auch der ein oder andere Verstand protestieren, der Körper hat Leben, aber ohne Bewusstsein würde er eben nicht belebt, beseelt sein. Das ist eben entscheidend. Und das erklärt ja auch, warum wir beim Eintritt in diese Erfahrung erstmal vergessen haben, wer wir sind. Du sagst ja gerne, sonst macht man gleich wieder kehrt auf der Schuhsohle in dieser Unvollkommenheit. Ja, wir vergessen unsere eigene natürliche Vollkommenheit, damit wir uns überhaupt auf diese unvollkommene Welt hier einlassen. Sonst würden wir gleich sagen, Moment, hier bin ich ganz falsch. Also hier, das stimmt mit mir nicht überein. Deswegen sind wir ja gerade hergekommen, weil wir Vollkommenheit nur in einer unvollkommenen Welt erleben können. Zu Hause ist alles vollkommen. In der Vollkommenheit kann ich Vollkommenheit nicht erkennen. Da ist das ja einfach so, wie es ist. Ich brauche also eine unvollkommene Welt. Ich brauche den Spiegel der Unvollkommenheit, um meine eigene natürliche Vollkommenheit überhaupt erkennen zu können. Und deswegen sind wir hier. Und damit wir uns auf diese Erfahrung einlassen, vergessen wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit vollkommen. Das hat noch einen anderen Vorteil. Wir können sie dann Schritt für Schritt wieder in Besitz nehmen. Ich kann ja nichts in Besitz nehmen, was ich die ganze Zeit in Besitz habe. Ich muss es ja erstmal loslassen, damit ich es wieder in Besitz nehmen kann. Und dazu muss ich überhaupt erst einmal erkennen, dass es da ist. Und deswegen die Erinnerung daran, ich bin von meinem wahren Sein her vollkommenes, ewiges Sein. Ich habe es vorübergehend vergessen. Und jetzt, in diesem Augenblick, geschieht gerade das Wunder, ich erinnere mich wieder daran. Bin also wieder ganz bewusst in der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Und dazu gehört auch meine natürliche Unsterblichkeit. Ich mache mir also bewusst,
Das Leben endet nicht. Das Leben wechselt nur die Form. Das, was wir Tod nennen, ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Erfahrung im ewigen Spiel des Lebens. Sterben ist also nur ein tödlicher Irrtum und findet in Wirklichkeit überhaupt nicht statt. Ja, das zeigt auch, dass wir hier das Spiel des Lebens spielen. Also wir können unsere Vollkommenheit Stück für Stück wieder erinnern, in Besitz nehmen, die bewusste Vollkommenheit. Und viele verstehen nicht ganz, was das bedeutet. Also Vollkommenheit hat keinen Spiegel. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Wenn alles vollkommen ist in der Einheit, kann es keinen Spiegel geben. Also wir brauchen den Spiegel der Unvollkommenheit und das ist hier unsere duale Welt. Ganz genau, dafür sind wir hier. Und dafür brauchen wir ein Erfahrungsinstrument. Und dieses Erfahrungsinstrument Körper, Verstand, Persönlichkeit ist von dieser Welt und kann also nicht unsterblich werden. Er ist sterblich, er ist aus Materie gemacht und wenn wir ihn verlassen, zerfällt er wieder zu Staub. Daran sehen wir, dass er kein eigenes Leben hat, denn wenn wir Bewusstsein rausgehen, könnte ja der Körper weiterleben. Kann er eben nicht, weil er kein eigenes Leben hat, sondern er ist aus Materie. Materie ist nicht lebendig. Wir sind der Träger des Lebens und indem wir, das ist wie, ja, ein gutes Beispiel, wenn Sie abends Ihre Kleidung über den Bügel hängen oder über den Stuhl legen, dann kann Ihre Kleidung nichts mehr tun. Die liegt da einfach rum die ganze Nacht, bis Sie sie wieder anziehen. Und dann lebt die scheinbar, dann geht die durchs Leben, geht durch die Gegend und könnte sich einbilden, sie lebt. Aber am Abend ziehen Sie sie wieder aus und dann endet die Illusion des Lebens, dann ist es wieder nur ein Kleidungsstück. Und genauso ist es mit Ihrem Erfahrungsinstrument Körper. Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel mit der Kleidung, dass sie sich auch einbilden könnte. Sie lebt, sie geht scheinbar durch die Gegend, aber es sind ja wir der Träger. Sehr schön. Ja, aber machen wir uns bewusst, ich, vollkommenes, ewiges Sein, kann auch nicht unsterblich werden, weil ich es ja bereits bin. Also mein wahrer, vollkommen gesunder, ewig junger Lichtkörper, der mich durch alle Inkarnationen begleitet, das ist mein wahrer Körper. Mit dem kann ich mich identifizieren. Das bin ich wirklich. Aber der ist eben unsterblich. Der ist ewig. Und Sie entscheiden, und jetzt am besten immer gleich vollziehen, Sie entscheiden, in welchem Körper Sie bewusst leben. In Ihrem vorübergehenden Erdenkleid oder in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet und in dem Sie ja ohnehin ständig leben. Aber damit ist ein Geheimnis verbunden. Dieser vollkommene, wahre Lichtkörper braucht Licht als Nahrung. Der physische Körper braucht Materie als Nahrung. Das geben wir ihm ja mehrmals täglich. Das kennen wir, das ist für uns selbstverständlich. Aber wir sollten bewusst immer wieder Licht atmen. Das heißt, Luft müssen wir natürlich auch atmen. Luft ist für den physischen Körper und Licht ist für unseren Lichtkörper. Denn erst wenn wir unseren wahren Körper wieder durch bewusste Lichtatmung ernähren, wird der aktiv, wird der wach, kann er reagieren. Und dann können wir erst bewusst in diesem physischen Körper leben. Also sollten Sie sich angewöhnen, möglichst häufig, am besten ständig, bewusst nicht nur Luft zu atmen, natürlich weiter, das braucht Ihr physischer Körper, sondern gleichzeitig damit Licht atmen und so Ihren eigenen natürlichen Körper zu aktivieren. Und dieser Lichtkörper braucht also Lichtnahrung und dann aktiviert das nicht nur den Lichtkörper, sondern damit auch Ihre vollständige DNA. Denn in Wirklichkeit haben Sie eine 12-Strang-DNA, die aber inaktiv ist. Die kann aber wieder aktiviert werden durch Lichtnahrung.
Und gleichzeitig aktiviert das auch in Ihrem Lichtkörper Ihr Superimmunsystem, das jede Disharmonie sofort wieder in Harmonie umwandelt, sodass Krankheit gar nicht erst entsteht und Sie die Erfahrung von Krankheit gar nicht mehr machen brauchen. Und dann erleben Sie, dass Ihr Körper gesund bleibt, deutlich langsamer altert, sodass Sie eventuell nach einem langen, erfüllten Leben einen vollkommen gesunden physischen Körper bewusst und freiwillig verlassen, weil Ihre Aufgabe erfüllt ist, wie Sie an jeden Abend Ihre Kleidung ablegen, weil Sie sie in der Nacht nicht mehr brauchen. Und so ziehen Sie am Ende einer Lebenserfahrung auch Ihr Erdenkleid wieder aus, weil Sie es nicht mehr brauchen. Und das Erdenkleid wird wieder zu Staub, zu Materie, aus was es ja auch gemacht ist. Und dann erleben Sie erst, dass das kein eigenes Leben hat, sondern dass Sie der Träger des Lebens sind. Aber in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper wohnen kann nur ein erwachtes Bewusstsein. Solange Sie noch in der Illusion des Ich leben, können Sie nicht in der Wirklichkeit Ihres Lichtkörpers leben, sondern sind an den physischen Körper gebunden. Und das ist der große Schritt, den Sie in jedem Augenblick vollziehen können, zum Beispiel jetzt. Ja, also wie du sagst, wir entscheiden, in welchem Körper wir leben, bewusst leben, in dem vorübergehenden Erdenkleid oder in unserem wahren, ewig jungen Lichtkörper, den dann eben auch ernähren. Also es ist eben unsere Entscheidung, womit wir uns identifizieren. Und viele hängen eben noch an der Identifikation mit der Illusion des Ich. Die ist natürlich zuerst loszulassen. Und wir können noch einen Schritt gerade machen. Als bewusster Unsterblicher kann ich jede Zelle meines Erdenkörpers mit der Vollkommenheit meines wahren Seins erfüllen, sodass mein physischer Körper deutlich langsamer altert und vor allem gesund bleibt. Das heißt, die Erfahrung von Krankheit verschwindet aus meinem Leben. Denn wenn keine Störung mehr vorkommt, hat der Körper ja keinen Grund mehr, über ein Symptom, eine Krankheit, eine Botschaft zu schicken. Und dann verschwindet die Erfahrung Krankheit aus meinem Leben. Krankheit als Lehrer wird dann nicht mehr gebraucht. Und indem ich dann noch mir angewöhne, so oft wie möglich, am besten ständig, Licht zu atmen, optimiere ich meine wahre DNA. Sie wird vollständig aktiviert und damit auch mein Superimmunsystem. Es ist wirklich der Eintritt in ein ganz neues Leben als bewusster Unsterblicher. Ja, also das mit der Störung, das ist ja wieder die Weisheit der Sprache. Wenn ich meinen Körper nicht störe durch irgendeine Disharmonie in der Illusion des Ich, dann kann er einfach arbeiten und hat natürlich auch seine natürliche Gesundheit. Ja, und kann seine natürliche Lebensspanne ausschöpfen, weil ja die wiederholten Disharmonien, sprich Krankheiten, natürlich den Körper schwächen und Lebenszeit abbuchen. Der Körper hat eine natürliche Lebensspanne von etwa 120 Jahren, die aber praktisch niemand ausschöpft, sondern durch Belastungen, die wir für normal halten, was sie nicht sind, durch den regelmäßigen Ärger, indem wir uns Sorgen machen, indem wir Stress erleben und so weiter. Ja, durch solche Störungen buchen wir laufend Lebenszeit ab von unserem Lebenserwartungskonto und haben dann die scheinbar natürliche Lebensspanne von 70, 80 Jahren, vielleicht mal 90. Aber in dem Moment, wo wir eben als bewusste Unsterbliche diesen physischen Körper bewohnen und Störungen nicht mehr vorkommen, kann der seine natürliche Lebensspanne ausfüllen. Aber natürlich müssen wir die nicht erleben, sondern wenn unsere Aufgabe hier erfüllt ist, dann verlassen wir im Idealfall einen vollkommen gesunden Körper, weil wir einen einfach nicht mehr brauchen. So wie wir jeden Abend Kleidung ausziehen, egal ob die verschlissen ist oder ob die noch ganz neu ist, weil für die Erfahrung Nacht brauchen wir diese Kleidung nicht mehr. Und zu Hause könnten wir auch unseren Erdenkleid,
nicht mehr gebrauchen. Da sind wir in einer geistigen Welt und da sind wir wieder als bewusster Geist, als reine Existenz zu Hause. Und da würde das Erdenkleid also nur stören. Ja, und wir erleben es ja auch immer wieder, dass tatsächlich eine Inkarnation endet und man es nicht genau erklären kann, dann war eben die Aufgabe einfach erfüllt und der Träger hat den Körper wieder verlassen. Ja, und die klassische Medizin, ihr Hausarzt steht dann verwundert, stellt die Todesursache fest, stellt einen Totenschein aus und sagt ja, unerklärliche, der Körper ist vollkommen gesund, also der ist nicht an einer Krankheit gestorben, also unerklärliche Todesursache. Ja, unerklärlich, weil er natürlich als Mediziner nicht erkennen kann, das Bewusstsein hat seine Aufgabe erfüllt und ist nach Hause gegangen und dann braucht es den Körper nicht, egal in welchem Zustand der auch sein mag. Ja, und dieses Erkennen der Wirklichkeit macht das dann ja auch unnötig, für Hinterbliebene zu trauern, denn wir sehen uns ja alle wieder, solange die Liebe uns verbindet. Natürlich auch ein unangenehmes Gefühl uns verbindet, hast du ja mal darauf hingewiesen. Aber das ist eben das Schöne, man sieht sich ja wieder. Und wenn der eine die Schule abgeschlossen hat, sollte der andere nicht sagen, bleib doch mir zuliebe noch auf der Schule. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Wirklichkeit, das zu erkennen. Ja, das würde in der Schule ja niemand vom anderen verlangen oder erwarten. Aber im Leben, da das Ich eben nur dieses eine Leben hat scheinbar, und das Ich hat ja auch nur dieses eine Leben, ja, weil es ja, es ist hier geboren worden, es kann sich nicht an ein Früher erinnern, weil es für das Ich kein Früher gab. Auch der Verstand hat nur die begrenzte Erfahrung, die er hier im bisherigen Leben gemacht hat. Und deswegen kann der sich an solche Dinge, an die Wirklichkeit nicht erinnern, weil er sie nie erlebt hat. Er ist eben Teil der Illusion. Und deswegen sträubt sich oft ein Verstand und hält das für esoterische Spinnerei oder Fantasie oder was auch immer, weil er es eben aus seiner Erfahrung nicht kennt. Und das ist völlig in Ordnung. Erst Bewusstsein kann die Wirklichkeit erkennen, weil es Teil dieser Wirklichkeit ist. Ja, also es geht wieder darum, den Verstand bewusst zu überschreiten. Ja, wichtig ist also, und das können wir auch gleich vollziehen, dass Sie fühlen, reden und handeln im Bewusstsein Ihrer natürlichen Unsterblichkeit. Aber die natürliche Unsterblichkeit hat auch ihren Preis. Sie müssen die bisherige Identifikation mit Ihrem vergänglichen Erdenkleid auflösen und ständig bewusst in ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper leben, der sie durch alle Inkarnationen begleitet und der ebenfalls unsterblich ist. Das sind, erst dann sind sie wirklich bei sich selbst angekommen und sind bewusst unsterblich. Und damit nehmen sie ihre natürliche Unsterblichkeit bewusst, geistig in Besitz und leben so, wie sie von der Schöpfung gemeint sind, ewig. Erleben Sie also bewusst, gleich jetzt, das Geheimnis der eigenen Unsterblichkeit. Nicht die Unsterblichkeit der Seele nach dem Tod, sondern die Unsterblichkeit des Seins jetzt. Dann ist der Tod des Körpers nicht das Ende, sondern nur der Anfang einer ganz neuen Erfahrung im ewigen Spiel des Lebens. Ja, das hast du wunderschön gesagt. Also die Unsterblichkeit jetzt erleben und nicht erst das nach der Erfahrung, sondern schon jetzt natürlich eintreten, bewusst oder mich erinnern, wer ich wirklich bin. Das ist sehr entscheidend für das jetzige Leben. Ja, und dann geschieht irgendwann ein Quantensprung im Bewusstsein. Der neue Mensch, der in Ihnen geschlummert hat und der Sie ja sind, erwacht und beginnt, Ihr Leben zu bestimmen. Und das ist der Eintritt in ein ganz neues Leben. Und das geschieht durch Erinnerung. Also machen wir uns bewusst, Sie brauchen überhaupt nichts ändern. Sie können gar nicht unsterblich werden, weil Sie es ja sind. Das Einzige, was geschieht, ist, Sie erinnern sich an die Wirklichkeit und beenden die Täuschung des Lebens in der Illusion, ein Ich zu sein, an diesen Körper gebunden zu sein.
Also machen Sie sich einmal ganz bewusst gleich, dass es Ihnen unmöglich ist zu sterben. Noch nie ist jemand gestorben. Der Tod ist eine Illusion. In Wirklichkeit ist das nur das Ablegen des Erdenkleides. Was sich wandelt, beginnt und endet, ist immer nur die Illusion. Die Wirklichkeit des Seins aber ist ewig. Ja, das ist natürlich auch das Entscheidende, das zu erkennen. Also nur die Illusion hat ein Ende, am Ende dieser Inkarnation. Und solange ich natürlich in dieser Illusion lebe, kann ich es ja nicht erkennen. Also erst wirklich erkennen, wer ich wirklich bin, so wie, ja, wie du das immer erklärst. Also machen Sie sich gleich jetzt bewusst, ich bin reine Existenz. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Das brauche ich nicht werden. Das bin ich die ganze Zeit. Ich erinnere mich nur wieder daran und erfülle gleich jetzt ganz bewusst jede Zelle meines physischen Körpers mit dem vollkommenen Bewusstsein meines wahren Seins. Das ist der Schritt vom Erwachsenen zum Erwachten. Und ich lebe von nun an bewusst als Unsterblicher, der ich ja bin. Und damit bin ich ins ewige Leben zurückgekehrt und bereit für die nächste Dimension im ewigen Spiel des Lebens. Wunderbar, das sollten wir uns gleich jetzt bewusst machen, das wirklich fühlen, dass es ist, nicht nur wissen. Und dann ist es ja schon vollzogen. Ja, und wenn wir bereit sind, fassen wir das wie immer noch einmal zusammen und prüfen gleichzeitig, ob wir jeden Schritt wirklich vollzogen haben oder wo noch ein Schritt zu tun ist oder etwas verbessert werden kann. Und dann können wir das entweder gleich tun oder nehmen das als Lebensaufgabe vor und vollziehen das im Laufe der nächsten Zeit. Also, Erinnerung an meine eigene natürliche Unsterblichkeit. Die meisten Menschen erleben sich als Sterbliche und glauben, das zu sein, was sie im Spiegel sehen. Aber das ist die Illusion. In Wirklichkeit sind wir immer noch die, die sich vor langer Zeit zu Hause entschieden haben, die Schule des Lebens zu besuchen, um hier die bewusste Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit zu machen. Da gab es meinen Körper, meinen Verstand, meine Persönlichkeit noch gar nicht. Aber mich gab es schon. Ich bin der, der sich entschieden hat. Ich habe damals gelebt, ich lebe während der Schulzeit. Und wenn ich am Ende der Schulzeit nach Hause gehe, lebe ich immer noch. Tod ist nur eine Illusion, betrifft nur mein Erdenkleid, nicht mich. Ich bin noch immer vollkommenes, ewiges Sein. Und das gilt natürlich für alle. Also Sie sind noch immer vollkommenes, ewiges Sein, das nur vorübergehend hier zu Gast ist. Und dafür haben Sie ein Erdenkleid bekommen, als Erfahrungsinstrument, dass Sie als reine Existenz, als reine Energie in einer materiellen Welt brauchen, um hier handeln zu können. Denn als Energie haben Sie gar keine Hände, weil Sie dafür keine Verwendung haben. Sie machen alles mit dem Geist zu Hause. Dieses Erfahrungsinstrument aber ist hier geboren worden und wird am Ende der Schulzeit wieder zu Staub. Aber Sie sind weder geboren worden, noch werden Sie mit der Zeit älter, noch können Sie sterben. Sie sind unsterbliches, ewiges Sein und gehen am Ende der Schulzeit nur wieder nach Hause. Und erst, wenn Sie das wieder bewusst erinnern und als Ihr Selbstbild fühlen, sind Sie zur eigenen Wirklichkeit erwacht und bei sich selbst angekommen. Und das nennen wir unsere geistige Geburt. Und es ist der Beginn wie des eigentlichen wahren Lebens, wie die Geburt des physischen Körpers, der Beginn des Lebens hier auf Erden ist, so ist Ihre geistige Geburt, wenn Sie wieder zu Bewusstsein gekommen sind, wenn Sie wieder in der Wirklichkeit Ihres wahren Seins leben, das ist der Beginn Ihres wahren
Lebens. Denn das ändert natürlich sofort grundlegend ihr So-Sein. Ihr So-Sein aber verursacht ja ständig ihr Schicksal und damit treten sie ein in ein ganz neues Leben als bewusster Unsterblicher. Aber auch solange sie sich noch nicht erinnern, sind sie es ja trotzdem. Das Leben endet nicht irgendwann, es wechselt nur die Form. Und sie sollten sich auch nicht mehr mit ihrer Kleidung identifizieren. Sie sind der Träger. Ihr Körper, Verstand ist nur ihr Erfahrungsinstrument. Sie aber sind der Erfahrende. Sie können aber ständig, bewusst in ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper leben. Bewusst Licht atmen. Und werden so mit jedem Atemzug lichtvoller. Machen Sie einmal diese Erfahrung bewusst. Wenn Sie nicht nur Luft atmen, sondern bewusst Licht atmen, werden Sie mit jedem Atemzug lichtvoller. Und erst indem Sie lichtvoller werden, erfüllt das Ihren Lichtkörper mit bewusstem Leben wieder. Er wird wach, aktiviert sich und Sie leben in der Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Aber solange Sie noch in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, sind Sie an den physischen Körper gebunden und sterben scheinbar irgendwann und erinnern sich erst, wenn Sie den Körper verlassen. Dann sehen Sie ja, dass Sie das nicht sind und gehen wieder nach Hause. Als bewusster Unsterblicher aber können Sie gleich jetzt jede Zelle Ihres physischen Körpers mit der Vollkommenheit ihres wahren Seins erfüllen, sodass er deutlich langsamer altert und gesund bleibt. Das aktiviert ihre vollständige DNA und ihr Superimmunsystem. Wichtig aber ist, dass sie das wirklich fühlen, reden und handeln im Bewusstsein ihrer natürlichen Unsterblichkeit. Und damit nehmen sie ihre natürliche Unsterblichkeit wieder geistig in Besitz und erleben sich wieder bewusst als der, der sie wirklich sind. Und als Unsterblicher, als bewusster Unsterblicher, leben sie ständig im ewigen Jetzt und haben plötzlich für alles unendlich viel Zeit. Sie haben die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet und leben in der Wirklichkeit ihres wahren Seins. Als bewusster Beobachter in der Zeitlosigkeit des ewigen Jetzt und sind ständig in der Wahrnehmung und erkennen in jedem Augenblick, was jetzt zu tun ist. Und damit verschwinden alle Fragen, weil sie sofort die Antwort erkennen. Aber es verschwinden auch alle menschlichen Probleme, wie Ärger, Sorgen, Krankheit, Mangel, Leid, Enttäuschungen, alles das hat mit ihnen gar nichts zu tun. Das ist nur eine Erfahrung ihres Erdenkleides. Und nur solange sie damit identifiziert sind, machen sie diese Erfahrung. Die ganze menschliche Problematik muss nicht gelöst werden. Die verschwindet in dem Moment, wo sie zu sich selbst erwachen. Der Verstand kann sich das nicht vorstellen. Aber Sie können sich das ganz leicht vorstellen. Sie machen nämlich die Erfahrung jeden Morgen. Sie können in der Nacht einen Albtraum haben. Wenn Sie aufwachen, müssen Sie nicht die Probleme des Albtraums lösen. Sie erkennen, ach, das ist Illusion, war ja nur ein Traum. Die Seifenblase ist geplatzt und Sie sind wieder in Ihrer Realität angekommen und Sie müssen sich um diese scheinbar menschlichen Probleme gar nicht kümmern, die verschwinden ganz einfach aus ihrem Leben. Also machen Sie sich einmal bewusst, solange Sie noch eine Rolle spielen, spielen Sie noch keine Rolle. Aber wenn Sie keine Rolle mehr spielen, dann spielen Sie eine Rolle im ewigen Spiel des Lebens. Leben als bewusster Unsterblicher heißt also auch, Ihnen kann hier nichts passieren. Fühlen Sie einmal, was das bedeutet. Ihnen kann hier nichts passieren. In Ihrer unmittelbaren Umgebung kann eine Atombombe fallen, die Ihren physischen Körper in seine Atome zerlegt.
aber das hat mit Ihnen nichts zu tun. Dann ist Ihre Kleidung unbrauchbar geworden und Sie gehen nach Hause, aber Ihnen ist nichts geschehen. Ihnen kann nichts geschehen. Sie leben in einer anderen Frequenz als die Materie. Und deswegen sind Sie unerreichbar. Das ist ungefähr so, wie wenn bei Ihrem Fernsehgerät. Da kann nur das gewählte Programm auf dem Bildschirm erscheinen. Die anderen Programme sind alle da. Die sind ständig da, die sind in der Luft gewissermaßen, aber die sind in einer anderen Frequenz, in anderer Schwingung. Die erreichen Sie nicht, die sind unsichtbar für Sie. Aber Sie können gewählt werden und dann treten Sie in Erscheinung auf dem Bildschirm. Und das ist das Wunder, was Sie jetzt eben erleben können. Sie können die Frequenz wechseln von der Identifikation mit der Illusion des Ich, ein Mensch zu sein, zur Wirklichkeit Ihres wahren Seins, das nur vorübergehend hier zu Gast ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um dann wieder nach Hause zu gehen. Und damit machen Sie einen Sprung in Ihrer individuellen Evolution, weil Ihr wahres Sein erwacht ist und Ihr Leben bestimmt. Und dazu brauchen Sie überhaupt nichts ändern. Sie erinnern sich nur wieder an die Wirklichkeit Ihres wahren Seins und leben bewusst als der, der Sie wirklich sind, immer waren und immer sein werden. Damit und erst damit sind Sie bereit für eine neue Aufgabe im ewigen Spiel des Lebens. Bereit für die nächste Dimension in der Wirklichkeit des Seins. Aber vielen Dank, lieber Kurz, auf diesen lebensentscheidenden Blick auf die Wirklichkeit unseres wahren Seins. Ich danke dir. So, und jetzt haben wir die Chance, alle wirklich zu wählen. Bin ich bereit für die Wirklichkeit oder hänge ich noch an oder in der Illusion? Das sollten wir loslassen, so wie wir jeden Morgen die Traumwelt loslassen müssen, egal ob es ein schöner Traum war oder ein Albtraum. Das ist die Illusion. Wenn ich in die Realität gehen will, muss ich die Illusion loslassen. Wenn Sie also in Ihr wahres Leben eintreten wollen, müssen Sie die Illusion des Ich beenden, zu sich selbst erwachen und leben als bewusster und sterblicher in der Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Und das ist Ihre geistige Geburt und der Beginn des eigentlichen wahren Lebens. Und wenn Sie wollen, hat es gerade begonnen. Jetzt.